laufen. Das ist Umweltverschmutzung. Den Motor neu zu starten, bläst viel mehr Abgase in die Umwelt. Hat er das bei Jakob aufgeschnappt? Hm? Und der hat's von Caro. Hm, von wem auch sonst. Danke fürs Leihen. Wieso fährst du eigentlich zum Großmarkt? Das ist Jakobs Aufgabe. Ich habe ihm 2 Tage freigegeben. Er möchte mit Caro einen Abstecher ins Grüne machen. Das ist doch richtig romantisch. Das war bestimmt nicht ihre Idee. Ich dachte, du magst sie mittlerweile. Ja, aber Caro ist so... ein nettes Mädchen. Schönegge. Macht mir erstmal Frühstück, ich kläre das hier alleine. Wir müssen doch nicht gleich mit einer ganzen Armee hier anrücken. Guten Morgen, liebe Leute. Ja, Bubu. Es ist ja sehr löblich, was ihr hier vorhabt. Aber es ist absolut sinnlos. Ich habe hier 2 unabhängige Gutachten, die besagen, dass dieses Haus nicht mehr zu retten ist. Es ist baufällig. Ich habe eine ordentliche Abrissgenehmigung. Und der Räumungsbefehl, der liegt auch vor. Also ich bitte euch, ich sage ausdrücklich, ich bitte euch, in eurem und in meinem Interesse, räumt dieses Haus. Räumt diese Ruine! Hau ab! Die Behörden hast du doch nur gekauft! Feuer frei! Was ist? Worauf wartest du? Treffer. Scheiße. Der rührt sich nicht mehr. Mann, was macht man jetzt? Keine Ahnung. Wir können ihn nicht einfach liegen lassen. Herr Schönecke? Ja, hallo, Jakob Heimann hier. Wir brauchen einen Rettungswagen. Besonders üppig ist es ja nicht gerade, das Buffet. Na, was erwartest du denn? Das Konzert soll doch gratis sein. Vielleicht könnte die Klinik ja doch noch eine kleine Summe zuschießen. Mit einem eigenen Beitrag zum Bachfest, da tun wir ja immerhin was fürs Image, hm? Sie wollten dieses Konzert organisieren und wenn Sie mit den vorhandenen Mitteln nicht zurechtkommen, dann muss ich möglicherweise jemand anderen beauftragen. Na, hören Sie mal. Ich konnte immerhin einen Weltklasse-Musiker für uns gewinnen, der auch noch gratis spielt. Wen denn eigentlich? Professor Magnus Köhler, ehemaliger Cellist des Gewandhausorchesters. Frau Grigolats alter Cellolehrer. Was? Du hast selbst Cello gespielt? Ja, das kann man sich kaum vorstellen, ne? Ich war gar nicht so schlecht als Kind. Ich habe immerhin einige Wettbewerbe gewonnen. Als Kind? Da war ich auch die Beste auf dem Schwebebalken. Bertram Schönecke, 56, wurde von einem Wurfgeschoss am Kopf getroffen und ist gestürzt. Platzwunden an der linken Schläfe, war kurzzeitig ohne Bewusstsein, ist aber auf dem Weg in die Klinik wieder zu sich gekommen. Aber das ist doch nicht alles Blut, oder? Farbbeutel. Guten Tag, Herr Schönecke. Dr. Heilmann, wie fühlen Sie sich? Oh, eigentlich ganz gut. Wer wirft denn mit Farbbeuteln auf Sie? Es gibt eine Gruppe Jugendliche, also Hausbesetzer. Mit denen habe ich versucht zu reden. Hausbesetzer gibt es die überhaupt noch? Ja. Gut, danke Dr. Brentano in den Behandlungsraum. Hätten Sie noch eine Minute? Den Rettungswagen hat übrigens Ihr Sohn gerufen. Jakob. Ich meine, der gehört doch nicht zu diesen Hausbesetzern. Ich dachte nur, Sie sollten es wissen. So machen wir das.
Barbara, suchen Sie bitte für Frau Markwart den Qualitätsbericht des Marienhospitals raus. Ja, kleinen Moment. Entschuldigung. Sachsenklinik Rigoleit? Ja? Ach, Herr Professor Köhler, ja, das ist schön. Ja, natürlich, wir freuen uns auch schon. Bitte? Nein, 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 nein. Das Konzert beginnt nicht um 20 Uhr, um 18 Uhr. Aber das habe ich alles in das Fax geschrieben, das ich ans Hotel gesendet habe. Ja, ja. In Ordnung. Gut, bis später. Tschüss. Mein alter Cellolehrer, ihr hört nicht mehr so gut. Wie alt ist dieser Herr eigentlich? Ich meine, Sie sind ja schließlich... In 2 Monaten wird er 73, wenn Sie das meinen. Ach, und in dem Alter steht er noch auf der Bühne. Als Cellist sitzt man in der Regel. Ist noch irgendwas, Frau Margot? Nö. Sie haben Glück gehabt, es hätte ins Auge gehen können. Was wollen diese Chaoten eigentlich? Die kämpfen gegen den Abriss eines seit langem leerstehenden Hauses. Offenbar mit allen Mitteln. Dabei ist das Haus wirklich nicht mehr zu retten, das wollen die aber nicht glauben. Die sehen in mir nur den bösen Spekulanten. Wollen Sie keine Anzeige erstatten? Nein, nein. Das sind ja noch halbe Kinder. Also meinen Kindern würde ich sowas nicht durchgehen lassen. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe eine Tochter, die... Wir haben kaum Kontakt. So, das war's. Haben Sie sonst noch Beschwerden? Ja, ja, ich habe so einen Brummen im Kopf, aber das habe ich schon lange. Ich denke, das hat mit dem Stress zu tun. Meinem ersten Spatenstich ist es alles weg. Oh, 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 ist ein schwindelig. Wir machen CT. Und tut sich was da unten? Im Moment ist kein weiterer Krankenwagen in Sicht. Ich meine ja auch die Bullen. Sag mal, lässt sich das so kalt? Meinst du Schönegger oder was? Wird ihn schon nicht so schlimm erwischt haben? Wahrscheinlich nicht. Hat zumindest der Notarzt gesagt. Na also. Außerdem, in der Sachsenklinik ist er ja in allerbesten Händen. Was ist denn das? Das ist Gutachten. Das lag neben Schönegger. Das brennt gut. Ruf mich zurück, und zwar schnell. Bis später. Ärger? Jakob, der Idiot, war wahrscheinlich mit dabei. Bei den Hausbesetzern? Ich kann für ihn und uns nur hoffen, dass wir jetzt nicht auch noch eine Blutung finden. Siehst du das da? Zumindest ist es kein epidurales Hämatom. Ein Gliom an der Stelle wäre eine Erklärung für die Kopfschmerzen und die Schwindelgefühle. Wir sollten zur Sicherheit noch ein MRT machen. Nochmals danke, Barbara, dass Sie sich für die Veranstaltung so ins Zeug legen. Ach, Chef, ist doch fast ein Selbstläufer. Bis morgen. Schönen Abend. Danke. Sachsenklinik Rigoleit? Herr Professor Köhler, guten Abend. Sollten Sie nicht im Flugzeug sitzen? Was? Sie haben... Ja, du liebe Zeit. Ja, kann vorkommen, selbstverständlich. Ich kümmere mich um die Umbuchung. Ja, klar. Ja, bis morgen. Ja. Durch das MRT haben wir Gewissheit. Der Tumor ist noch klein und scheint klar abgegrenzt zu sein. Der lässt sich also rausmachen, ja? Ein Eingriff an dieser Stelle ist nicht ohne Risiko. Deshalb sollten wir eine Biopsie durchführen, um festzustellen, ob der Tumor gut oder bösartig ist. Bei der Glücksträhne, die ich habe, kenne ich das Ergebnis jetzt schon. Unabhängig vom Ergebnis gibt es eine Vielzahl von Therapiemöglichkeiten. Sollen wir jemandem Bescheid sagen? Ihrer Tochter vielleicht? Nein. Nein, nein.
Wo sind eigentlich unsere Isomatten? Im Keller bei den Schlafsäcken. Sind sie nicht? Ich habe mir jetzt einfach ein paar alte Wolldecken genommen. Gehst du mit Caro zelten? Wenn er so weitermacht, übernachtet er in einer Zelle. Guten Abend erstmal. Was redst denn du da? Erzähl doch mal deiner Mutter, wie ihr einen Menschen verletzt habt in eurem heroischen Häuserkampf. Wie bitte? Schönecke ist auch kein Unschuldslamm. Seit wann ist es ein Verbrechen, ein baufälliges Gebäude abzureißen, um einen Neubau zu errichten? Schönecke hat die Behörden gekauft. Das macht er immer so. Wer sagt das? Caro, sie weiß es von... Dass Caro zu den Krawallmachern gehört, wundert mich nicht. Aber dass du dich von ihr anstiften lässt. Ich lass mich nicht anstiften. Ich stehe voll und ganz hinter der Aktion. Hast du auch geworfen? Ich möchte wissen, ob du auch geworfen hast. Herr Schönig ist mein Patient. Jakob? Ja, wir haben alle geworfen. Na bravo, wir können wirklich stolz sein auf unseren Sohn. Erst Forstwirt, dann Koch und jetzt militanter Hausbesetzer. Wo willst du hin? Raus hier. Schön, oder? Hast du schlechte Laune? Ich habe mich mit meinem Vater gestritten. Hat er dir verboten, die Nacht mit mir zu verbringen? Es ging um Schönecke. Wie es aussieht, hat sie ihn doch schlimmer erwischt. Ach ja? Mein Vater hat mir ein ganz schön schlechtes Gewissen gemacht. Darin sind Eltern immer besonders gut. Hast du deswegen keinen Kontakt mehr zu deinem? Ich lebe mein eigenes Leben. Wollen wir noch ein bisschen Holz nachlegen? Es soll heute Nacht verdammt kalt werden. Warum schlafen wir eigentlich draußen? Im Haus ist Schimmel an den Wänden. Ich habe keine Lust auf eine Vergiftung. Also hatte Schönecke ja doch recht. Das Haus ist abrissreif. Es geht doch nicht allein um dieses Haus. Es geht darum, ein historisch gewachsenes Viertel zu erhalten. Und wenn die das Gebäude abreißen, dann ist das der Anfang vom Ende. Dann machen die hier alles platt. Dann wird nur noch hässlich und billig gebaut und schön teuer verkauft. Und jetzt kommt zu mir. Mir ist ganz kalt. Oh, ganz schön frisch. Hoffentlich erkälten sich die beiden nicht. Selber schuld. Ach komm, Jakob hat sich immer schon engagiert, für den Umweltschutz zum Beispiel. Oder hat er niemanden verletzt? Das wollte er bestimmt nicht. Du, wir haben uns auch nicht immer alles gefallen lassen. Das war ja nun was völlig anderes. Auf unsere wilden Jahre. Darauf, dass sie hinter uns liegen. Rein rechtlich können die uns gar nichts. Wir haben alle Genehmigungen. Also ihr könnt loslegen. Wenn sie diesmal das Grundstück nicht freiwillig verlassen, dann tut's mir leid, dann holt eben die Polizei. Ich muss jetzt aufhören. Für mich geht's jetzt ans Eingemachte. Ja, danke. Danke, danke, danke. Morgen, Herr Schönecke. Gibt's wieder Probleme mit den Besetzern? Läuft alles. Frau Dr. Globisch kennen Sie ja bereits. Ja. Haben Sie noch irgendwelche Fragen zur Biopsie? Bringen wir es hinter uns. Morgen. Frühstück ans Bett. Das ist aber ein Service. Herr Becker wollte mir erst nichts verkaufen. Er hofft auf neue Kundschaft durch die Neubebauung. Ich habe dann behauptet, dass die Filiale einer Backhauskette einziehen soll. Der ist jetzt voll und ganz auf unserer Seite. Hast du mein Armband gesehen? Das silberne? Ja, hilf mir mal suchen. Caro? Hm? Danke. Mein Held. Hast du das? Mann,
Mann, es geht los, die Bagger kommen! Kraft her, die du Bagger kommen! Los, stehen. Geht los, komm. Zack, zack! Wie lange streiken die Fluglotsen? 3 Tage! Das ist ja mehr als unerfreulich. Ja, Professor, das wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören. Professor Simoni will verreisen? Es handelt sich um Professor Köhler. Wie es aussieht, sitzt er leider fest. Dann soll er halt den Zug nehmen. Von den Kanaren. Demnach schafft es Ihr Professor also nicht bis morgen Abend zum Konzert? Wenn kein Wunder geschieht, nein. Dann kümmern Sie sich bitte schnellstens um Ersatz. Ich zähle auf Sie, Frau Gregoleit. Scheiße! Die machen ernst! Hilfe nur noch eins! Wo willst du hin? Stein holen! Caro, lass den Scheiß! Caro! Bei 3, 1, 2, 3. Dankeschön. Wie tief bist du gefallen? 3 bis 4 Meter. Wie fühlst du dich? Ihr Fuß tut ziemlich weh. Hast du noch andere Beschwerden? Und ihre linke Hand. Sie hat versucht, sich abzustützen. Jakob, wartest du bitte draußen. Ich kümmere mich um Sie, versprochen. Bis gleich. Bis gleich. Komm, Jakob. Nun sag schon, was kommt davon? Du bist stark genug, um zu wissen, was du tust. Aua. Hallo? Hallo, Sie. Hallo, kennen wir uns nicht? Waren Sie nicht bei den Hausbesetzern dabei? Ja, guck her. Zufrieden? Und Sie? Ihre Leute wollten mit dem Abriss anfangen. Ohne Rücksicht auf Verluste. Meine Freundin ist gestürzt. Wer ist denn Ihre Freundin? Das geht Sie überhaupt nichts an. Oder wollen Sie ihr Blumen schicken? Welche Röntgen, Kopf- und Halswirbelsäule in 2 Ebenen. Caro! Caro! Oh, es tut mir so leid. Wie geht's dir denn? Lass mich in Ruhe. Ich will, dass er verschwindet. Bring ihn hier weg, bitte. Ihr kennt euch? Hat sie nichts erzählt? Was denn? Ich bin ihr Vater. Hallo, Otto. Hallo. Kaffee? Siehst aus, als könntest du einen brauchen. Ach, gerne. Kann man sonst noch was für dich tun? Ja,
Wenn du mir bis morgen einen Cellisten backen könntest? Hast du noch niemanden, der für deinen Lehrer einspringen kann? Ach, Otto, nicht zum Bachfest und nicht für umsonst. Ich habe die ganze Stadt abgeklappert. Beim Instrument scheint mal aber fündig geworden zu sein. Das ist das Instrument von Professor Köhler. Frau Grigoleit, das ist gut, dass ich Sie treffe. Das hier muss gut verwahrt werden, am besten bis morgen im Keller. Ich kümmere mich drum. Haben Sie denn jetzt Ersatz gefunden? Leider nein. Ich wusste es. Was? Dass Sie mit der ganzen Sache überfordert sind. Hören Sie endlich auf, Frau Marquardt. Ich war von Anfang an dagegen, Sie mit der Organisation der Veranstaltung zu betrauen. Aber Professor Simoni hat natürlich wie immer seine schützende Hand über Sie gehalten. War doch klar, dass Ihr greiser Cellolehrer nicht mehr aus dem Bett kommt. Die Fluglotsen. Ach, die Fluglotsen. Glauben Sie mir, mit Ausreden alter Männer kenne ich mich aus. Wissen Sie eigentlich, wie peinlich das für mich und die Klinik ist, dieses Konzert abzusagen? Ich hätte mich nicht auf Sie verlassen sollen. Barbara kann nur wirklich nichts dafür. Das stimmt. Die Schuldfrage bringt uns hier wirklich nicht weiter. Das Konzert findet statt. Ach ja, und wer spielt denn jetzt das Ding? Sie vielleicht? Wenn es sein muss. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm. Durchs Tätowieren bin ich einiges gewöhnt. Bist du ja richtig tough? Hast du das von deinem Vater? Habe ich mich vorher nicht klar genug ausgedrückt? Ich will nicht über ihn reden. Dein Vater hat einen Tumor im Gehirn. Wir müssen ihn operieren. Bei jeder OP gibt es ein Risiko. Bei dieser ist es noch ein bisschen größer. Für mich ist mein Vater schon vor Jahren gestorben. Ich hoffe, du musst dir später nicht vorwerfen, eine wichtige Gelegenheit verpasst zu haben. Mach dir darüber mal keine Sorgen. Der Fuß ist gerichtet. In ein paar Wochen kann deine Freundin wieder auf Demos gehen. Ich find's ja nicht so toll, dass sie dich belogen hat. Bitte. Jetzt tu nicht so. Ich meine, du freust dich doch darüber. Caro ist ein schlechter Mensch. Ich bin so doof und lass mich von ihr beeinflussen. Du hattest mal wieder recht. Du kommst genau richtig. Wir sind gerade fertig. Ich hole dir mal einen Rollstuhl und dann bringe ich sie auf die Station. Danke. Was ist? Das frage ich dich. Warum hast du mir nicht erzählt, dass Schönecke dein Vater ist? Es war nicht wichtig. Wie bitte? Er ist mein Vater. Ja, und? Auf dem Papier. Ansonsten spielt er in meinem Leben schon lange keine Rolle mehr. Und das soll ich dir glauben? Dir ging's doch die ganze Zeit nur um ihn. Quatsch. Das alte Haus, das hat dich überhaupt nicht interessiert. Du hast den ganzen Protest nur organisiert, weil dein Alter damit mischt. Nein! Hast du keine Ahnung? Ja, wie auch? Du erzählst mir ja nichts. Warum hast du denn keinen Kontakt mehr zu deinem Vater? Er hat meine Mutter auf dem Gewissen. Er war nie da, als wir ihn brauchten. Irgendein Bauprojekt war immer wichtiger. Und dann, meine Mutter hat es irgendwann nicht mehr ausgehalten. Sie hat sich umgebracht. Scheiße. Caro macht mich bis heute für ihren Tod verantwortlich. Das ist jetzt über 10 Jahre her. Meine Frau war manisch-depressiv. In einer, wie man sagt, besonders dunklen Phase hat sie eine Überdosis Schlaftabletten genommen. Die hatte sie vorher heimlich gesammelt. Ich habe einfach nicht genügend aufgepasst. Hätten Sie das überhaupt gekonnt, Ihre Frau? War krank, ja, aber es vergeht kaum ein Tag, an dem ich mir nicht die Frage stelle, ob ich das nicht hätte verhindern können. Umso mehr ich damals nicht nur meine Frau, sondern auch noch meine Tochter verloren habe. Ja?
Hier sind die Ergebnisse von Herrn Schöneckes Biopsie. Danke, Yvonne. Der Tumor ist bösartig, aber er ist zum Glück noch in einem sehr frühen Stadium. Wir werden Sie so schnell wie möglich operieren. Ist doch komisch, oder? Sonderbar, es ist. Meine Tochter will nichts mehr von mir wissen. Und gerade ihr habe ich zu verdanken, dass sie das Ding dann in meinem Kopf gefunden haben. Kindheit liegt eben doch schon eine Weile zurück. Da war mit jedem Ton besser. Im Gegensatz zu deinem Gehör. Wie bitte? Grundgütiger. Lass Gnade walten. Waren Sie bei Ihrer Tochter? Ja, nein, nein. Wenn Caro mich nicht sehen will, hat das gar keinen Zweck. Ich kenne doch meine Tochter. Man denkt, die Kinder sind aus dem Gröbsten raus. Dabei fangen die Probleme erst richtig an. Caro war gerade 18. Meine Frau hatte immer mal wieder so kleinere Tiefs. Ich habe mir nichts Schlimmes dabei gedacht. Dann die Diagnose. Nach einer Weile war sie dann ganz gut eingestellt, mit ihren Medikamenten und auch therapeutisch, dachte ich zumindest. Meine Tochter wirft mir bis heute vor, dass ich klare Warnzeichen ignoriert habe. Als das Unglück passierte, war meine Tochter gerade auf Schulabschlussfahrt. Ich habe meine Frau geliebt. Aber ich habe ein Geschäft, ich bin selbstständig. Ich konnte doch nicht rund um die Uhr auf sie aufpassen. Lass es sein, Barbara. Das hat doch keinen Sinn. Den Triumph werde ich der Marquardt nicht gönnen. Und wenn du dich vor alle Augen blamierst, dann triumphiert sie erst recht. Ich werde mich nicht blamieren. Und ich werde üben, notfalls die ganze Nacht. So. Na bitte, geht doch. Na dann will ich dich nicht länger beim Üben stören. Jede Minute ist kostbar. Ich hätte dir sagen müssen, dass er mein Vater ist. Keine Ahnung, warum ich es nicht getan habe. Weil ich dann bei deiner Hausbesetzung nicht mitgemacht hätte. Das gleiche gilt wahrscheinlich auch für alle anderen. Die Aktion war trotzdem richtig. Ja, gut, sie hatte auch den Sinn, es meinem Vater heimzuzahlen. Jakob, du bist ja immer noch hier. Die Besuchzeit ist... Ja, danke, Schwester Yvonne, dass Sie ein Auge zugedrückt haben. Ich hoffe, du kannst gut schlafen mit dem Klotz am Bein. Gute Nacht. Nacht. Gute Nacht, Jakob. Bis morgen. Wenn Sie noch was brauchen, dann klingeln Sie einfach. Danke. Sagen Sie, wie geht es meinem... Ach, schon gut. Gute Nacht. Gute Nacht.
möchte nicht, dass Jakob und ich irgendwann so enden wie Caro und ihr Vater. Du hast es in der Hand, dass es nicht so weit kommt. Was habe ich in der Hand? Er nimmt mir übel, dass ich recht hatte. Was soll ich denn dagegen machen? Ja, ihm nicht aufs Butterbrot schmieren, dass er falsch lag. Roland, er hat's doch längst begriffen. Aber dir gegenüber kann er das natürlich nicht zugeben. Abend. Oh. Abend. Abend. Ja, dann lasse ich euch beide doch mal allein. Na du. Gute Nacht. Möchtest du was trinken? Guck nicht so. Komm. Ich möchte gern was mit dir bereden. Wegen Caro. Bitte. Nicht schon wieder. Es kann sein, dass ihr Vater nach der Operation nicht wieder zu Bewusstsein kommt. Oder sie nicht überlebt. Ihm liegt an ihr, er leidet unter der Funkstille. Kannst du nicht nochmal mit ihr reden? Keine Chance. Er hat ihre Mutter auf dem Gewissen. Ihre Mutter war manisch-depressiv und hat Selbstmord begangen. Keiner ist an so einem Ende schuld. Du kennst doch die Hintergründe gar nicht. Du? Angehörige von manisch-depressiven Menschen sind von dieser Situation oft überfordert. Erst recht, wenn jemand den Freitod wählt. Caro war jung. Sie brauchte einen Schuldigen. Je länger man nicht miteinander redet, umso mehr verfestigt sich eine Meinung. Caro kann ziemlich stur sein. Na, niemandem fällt es leicht, über seinen eigenen Schatten zu springen. Wer wüsste das besser als wir? Stimmt. Na, glücklicherweise kriege ich das immer irgendwie wieder hin, ne? Also wir. Ich komme heute Abend nicht. Ich möchte auf keinen Fall dabei sein, wenn Barbara sich vor der gesamten Klinik lächerlich macht. Gerade dann braucht sie ihre Freunde. Wir müssen ihr den Rücken stärken und klatschen, klatschen, klatschen. Auch wenn es sonst keiner tut. Kaffee, bitte. Ein Kaffee. Ist das Frau Grigoleit? Sie übt noch. Oh Mann, das hätte ich ja gar nicht zugetraut. Ein Kaffee. Guten Morgen, Frau Gauss. Guten Morgen, Herr Stein. Guten Ihren Morgen. Köstlichen Milchkaffee habe ich vermisst. Und sonst? Hatten Sie schöne freie Tage? Och, wunderbar. Ich habe das Bachfest bisher in vollen Zügen genossen. Ich war bereits in 3 Konzerten. Sie interessieren sich für klassische Musik? Ja, es ist mir in die Wiege gelegt. Meine Eltern haben sich über die Musik, oder besser gesagt, über das gemeinsame Musizieren kennen und lieben gelernt. Vati war das Cello und Mutti die Bratsche. Oh, übrigens eine wunderschöne Aufnahme von Alain Boris. Wo kommt denn das her? Alain Boris? Wer ist denn Alain Boris? Na, der Alain Boris. Der große Cellist der Beaumont Philharmonics. So, Alain. Jetzt noch mal wir beide zusammen. Also das ist jetzt nicht mehr Alain Boris. Guten Morgen. Danke, Schwester Gabi, ich übernehme. Wo fahren wir hin? Ich habe nachgedacht. Worüber? Über dich und deinen Vater. Was soll das? Ich will meinen Vater nicht sehen, auf gar keinen Fall. Caro, dein Vater wird heute am Gehirn operiert. Du weißt genau, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben will.
Dafür legst du dich aber viel zu sehr ins Zeug, um dich bei ihm bemerkbar zu machen. Die Hausbesetzung? Was ist jetzt dein Ernst? Ich kann dich natürlich nicht zwingen. Aber wenn du jetzt nicht mit ihm sprichst, bekommst du diese Chance vielleicht nie mehr. Nie mehr. Na gut. Du hast gewonnen. Seit wann bist denn du so hartnäckig? Die stecken eben beide voller Überraschung. Wo ist denn mein Vater? Sie kommen leider zu spät. Er wurde gerade zur OP abgeholt. Bitte saugen. Neurotupfer. Wie geht's ihm? Seine Werte sind stabil. Das EEG sieht gut aus. Der Tumor ist klar abgegrenzt. Keine Infiltration des angrenzenden Gewebes. Gut. Schweiß. Wir beginnen mit der Resektion. Was ist los? Sein Kreislauf spielt völlig verrückt. Druck über 200. Ich gebe ihm 20 Milligramm Lacomil. Hast du das Armband von deiner Mutter? Mein Vater hat es ihr zur Verlobung geschenkt. Er hat wohl schon damals gerne eine dicke Hose gemacht. Bei deiner Mutter hat es offensichtlich Eindruck hinterlassen. Sie hat ihn schnell durchschaut. Aber sie hat ihn geliebt. Kurz vor ihrem Tod hat sie es mir geschenkt. Ich frage mich manchmal, ob ich es hätte ahnen können, was sie vorhat. Aber ich habe mich einfach nur gefreut. Und? Wie ist es gelaufen? Wir haben den Tumor vollständig entfernt. Es ist eine sensible Stelle im Gehirn. Erst wenn er aufwacht, können wir genau sagen, wie gut er die OP verkraftet hat. Johann Sebastian Bachs Cello-Suiten gehören zu den ganz großen Schätzen abendländischer Musiktradition. Auf den ersten Blick wirken sie minimalistisch. Doch sollte man bedenken, dass Bach hier Synkopen und Dissonanzen mitkomponiert hat, die unhörbar sind und durch die Imagination des Zuhörers ergänzt werden müssen. Damit das gelingt, kommt es beim Vortrag auf Präzision an. Verstehen Sie? Ja. Nein. Was wollen Sie eigentlich von mir? Was ich Ihnen damit sagen möchte. Ich werde es nicht zulassen, dass Sie die Nummer 1 in G-Dur auf diese Weise schänden. Es geht Ihnen gut. Die ersten Tests sind sehr zufriedenstellend. Darf ich zu ihm? Klar. Hallo, Papa. Carlo. Ich habe auch schon mal besser ausgesehen. Hauptsache, du hast es überstanden.
dir gut gemacht, Herr. Du warst auch nicht schlecht. Du hast eine Belohnung verdient. Oh. Kriege ich von Caro eine Tätowierung gratis? Ich dachte da eher an eine ordentliche Hausbesetzung mit allem drum und dran. Wasserwerfern, Festketten. Das ist eher was für deine Mutter. Willkommen zu unserem Konzert, zu den Cello-Suiten von Bach, dem allerheiligsten unter den Solostücken für Violoncello. Lampenfieber scheint Sie ja keins zu kennen. Ich umso mehr. Bei uns kam es ganz unverhofft und sehr kurzfristig zu einer Umbesetzung der Solisten, aber ich wünsche Ihnen dennoch viel Vergnügen. Das soll doch wohl ein Scherz sein. Thank you.